Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute habe ich etwas total Irres mit euch vor. Und zwar wollte ich mir so Reinigungsschleim kaufen. Das kennt ihr bestimmt aus der Werbung. Das drückt ihr einfach in eure Tastatur oder in die Schlitze von eurer Lüftung im Auto oder an Stellen, wo ihr halt sehr schlecht drankommt oder innen drinnen in eurem Drucker und dann bekommt ihr die ganzen Krümelchen und Staub und alles raus oder die Ritzen von der Fensterbank. Ich glaube, ich habe mir da noch einiges aufgeschrieben. Kameras, genau. Der Knopf vom TM oder innen drin, wo der Topf drin steht, ne? Dass man da, wenn da Krümelchen drin sind, das damit rauskriegt. Aber den könnt ihr ja vielseitig einsetzen. Und bei mir ist es gerade mein kleiner Tischventilator, meine Tastatur und mein Drucker, die ich gerne mal so richtig sauber machen möchte, in diesen Rillen, wo man nicht rankommt. Ich habe das dann bestellen wollen. Und der Preis für 90 Gramm von diesem Reinigungsschleim lag bei 5,99 €. Bei 190 Gramm, das ist nun mal wirklich nicht so viel, 8,98 €. Und da bin ich ja doch ein bisschen geizig, ne? Da habe ich gesagt, das muss doch man auch selber hinbekommen. Und da habe ich mich mal erkundigt, mit was man das so machen kann. Bitte nicht verwechseln mit diesem Schleim, ne? Spielschleim für die Kinder. Weil hier enthalten ist Kontaktlinsenflüssigkeit, es ist Bastelkleber enthalten. Und damit kann man natürlich jetzt nicht den Kindern das zum Spielen geben. Dafür habe ich ein anderes Rezept, das werde ich euch nachher oben mal verlinken. Das ist Kinderknete, wie Play-Doh, nur besser und länger haltbar, trocknet nicht so schnell aus. Aber das hier, das wollte ich jetzt als Experiment mal machen und euch dabei zugucken lassen, wie ich an manchen Sachen so rumbastle. Und wenn ich Glück habe, funktioniert es beim ersten Mal. Dann lass uns mal gucken. Wir brauchen 250 Milliliter flüssigen Bastelkleber. Der ist lösungsmittelfrei. Dann brauchen wir Kontaktlinsenflüssigkeit, weil das gibt dann diese chemische Reaktion, dass es überhaupt zu Schleim wird. 8 Gramm Natron und etwas Lebensmittelfarbe. Kann man auch sein lassen, dann ist er halt weiß. Aber einfach jetzt für ein bisschen Spielerei, denke ich, werde ich mal blau nehmen. Genau, ich werde blau nehmen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Das probiere ich jetzt wirklich das erste Mal aus. Und wenn es funktioniert, tja, seid ihr guter Hoffnung, weil dann stelle ich es ja online und ihr könnt es jetzt bereits sehen. Wir geben diese 250 Gramm Bastelkleber, na, so, das ist Flüssigkleber, den geben wir jetzt in unseren Mixtopf. Ich bin echt mal gespannt. Das habe ich ja noch nie gemacht. Aber ich bin ja neugierig, was man nicht alles mit dem Thermomix machen kann, gell? Dazu mache ich jetzt noch ein bisschen Lebensmittelfarbe in Blau. Dann kommt zuerst der Natron. Also die Kontaktlinsenflüssigkeit zum Schluss, weil dann findet ja diese Reaktion statt. 8 Gramm. Ich bin echt sowas von gespannt. So, das waren jetzt 9 Gramm. Das kann, denke ich, aber nicht schaden. Und jetzt. So, ich brauche nur die Flüssigkeit, alles andere ist mir egal. Und da sind 100 Milliliter drin, das heißt, ihr kriegt dreimal definitiv raus aus der Packung. 30 Gramm. Ich mache mir das jetzt nicht direkt aufs Messer. Leichte Reaktion, ich zeige euch das mal. So sieht es jetzt aus, ja. Es schäumt ein wenig. Und jetzt werde ich das zuerst einmal verrühren.
Ich denke, ich mache das jetzt mal 15 Sekunden auf der Stufe 3. Mal gucken. Ja, also interessant, gell? Also es wird jetzt schon dick. Also ich kann, das Messer hat angefangen ein bisschen zu stocken. Und jetzt werde ich das einfach mal, schaut mal, wie sich das da löst. Aber ich denke, da sind wir jetzt noch nicht fertig. Ich werde jetzt mal auf die Teigstufe gehen und wie beim Brot mal 3 Minuten einstellen und mal gucken, was draus wird. Leute, ich bin jetzt schon begeistert von der Konsistenz, die ich gerade hier so aus dem Deckel geholt habe. Also, das ist echt der Hammer. Ich bin mal gespannt. So sieht es natürlich jetzt aus, ne? Ein bisschen zerfleddert das Ganze. Und das hole ich mir jetzt einfach mal raus. Die Lebensmittelfarbe, also ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel reingemacht. Das ginge dann auch mit weniger. Ne? Also ich würde es jetzt auch keine 3 Minuten Teigstufe, ich würde es jetzt 2 Minuten Teigstufe machen und dann einfach jetzt mal, ja, das war zu viel des Guten. Der ist zu lange geknetet, denke ich, aber das ist ja nicht schlimm. Das kann man ja dann gerade wegwischen. Durch das lange Kneten ist mir jetzt zu viel Flüssigkeit ausgetreten. Die werde ich jetzt einfach mal, ich habe mir jetzt mal Handschuhe angezogen, weil es halt blaue Lebensmittelfarbe ist. Die werde ich mir jetzt einfach mal so abtupfen auf dem Küchenpapier. Und dann denke ich, das ist auch gut. Aber guckt euch das mal an. Die ist doch klasse geworden, oder? Die kann man... Ja... Sehr schön. Aber nimmt wirklich nur ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe. Die muss nämlich auch ein bisschen, also müsst ihr gucken, dass es nicht mehr abfärbt. Aber nicht die ganze Feuchtigkeit jetzt rauskneten. Ja, so denke ich, ist das in Ordnung. Genau. Schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, jetzt kann ich gefahrlos auch meine Handschuhe wieder ausziehen. Ich will das jetzt mal gerade wiegen, wie viel das ist. Wie gesagt, das waren 190 Gramm für 8,99 und hier habe ich 254 Gramm. Also... Ne? Guckt euch das mal an, der ist total genial. Und ich bewahre den dann in einem Glas, in einem Schraubglas auf. Gell? Jetzt allerdings den Test. Ich nehme mir dann einfach ein Stück raus. Ihr braucht ja nicht alles. Ne? Ihr nehmt euch einfach ein Stück aus dem Glas, den Rest stopft ihr euch wieder rein. Und dann bin ich mal gespannt, denn ich habe hier einen Tischventilator. Der steht bei mir unten im Studio und der ist ständig, schaut mal, sowas von verstaubt. Und jetzt drücke ich das da einfach mal rein. Ey, Tatsache.
Krass. Cool. Also, der Trick, der hat sich schon mal gelohnt. Einfach gut reindrücken. Mal. Das werde ich definitiv auch bei meiner Tastatur machen. Und dann kann man den ja ziehen und den schmutzigen Teil nach innen falten und dann weiterarbeiten. Das hat sich gelohnt, Leute. Das hat sich gelohnt. Das mache ich auf jeden Fall wieder. Aber mit weniger Lebensmittelfarbe, weil meine Hände sind ja doch leicht blau jetzt. Ich denke, ich mache beim nächsten Mal ganz ohne. Aber das ist der Hammer. Cool. Das Experiment, möchte ich behaupten, ist gelungen. Aber definitiv lasse ich die Lebensmittelfarbe weg. Die braucht man auch nicht. Man ist ja kein Kind mehr. Außer, ne? Man möchte sich seinem Oberteil anpassen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und es lohnt sich wirklich, den nachzumachen. Lagert ihn dann in dem Glas. Ne? Und wenn er halt Flüssigkeit, wenn er sich unten ein bisschen Flüssigkeit ansammelt, einfach rausgießen. Das ist diese Reaktion mit dem Kontaktlinsenreiniger. Aber ich bin begeistert und ihr hoffentlich auch. Ich wünsche euch viel Freude bei der Nacharbeitung und natürlich sehen wir uns dann wieder, hoffe ich, beim nächsten Video. Eure Claudia bleibt neugierig. Ciao!